Kann man so den Kopf abtrennen, wenn wir so machen? Zack. Probieren wir jetzt mal. Alter. Ja. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian. Hier der kleine Kerl ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR und ja, Gameplays natürlich hauptsächlich, aber auch jeden Dienstag um 20:15 Uhr findet hier eine News-Sendung statt, eine Talkrunde auch und ja, mit dabei ist der Chris Reality. Könnt ihr gerne mal auch auf seinen Kanal gehen, ist unten in der Beschreibung verlinkt, der wird sich mit Sicherheit auch freuen, wenn er ein paar Besucher und ein paar Abonnenten mehr hat. Und ja, ich habe euch heute ein Game mitgebracht, was ja Swordsman VR heißt, ist von den Sin Studios und ja, ich finde Schwerter-Games haben es mega schwer, denn wir haben mit Blade & Sorcery und Hellsplit zwei Top-Games, was Schwertkampf angeht, Nahkampfwaffen und so weiter, also da kann eigentlich fast jedes Spiel nur verlieren und ja, ich habe mir jetzt Swordsman angeguckt. Schauen wir uns mal kurz die Steam-Seite auch an. Ja, hat jetzt ziemlich ausgeglichene Bewertungen. Also ich glaube 56% der Bewertungen, der 86 ist positiv. Die anderen sind jetzt negativ. Und ja, man muss natürlich sehen, es kostet 11,75 €. Aktuell ist im Angebot 30% noch zwei Tage. Und ja, ich muss jetzt sagen, mich hat es nicht umgehauen. Ich bin da auch ehrlich. Also wie gesagt, wenn man die anderen Games kennt, ist ja, was der Schwertkampf angeht, ja, können da wirklich nur verlieren. Aber es ist kein schlechtes Game. Also sie haben wirklich viel eingebaut. Man hat verschiedene Waffen, die man freischalten kann. Man hat verschiedene Rüstungen, die man auch kaufen kann. Wir haben einen Skilltree, den wir erweitern können. Es gibt auch so eine Art Zeitlupen-Modus, wenn man gut pariert. Man kann Körperteile jetzt abschlagen, Köpfe, Arme, Beine habe ich versucht, habe ich nicht geschafft. Nichtsdestotrotz fehlte mir so ein bisschen verschiedene Damage, so, die ich auch bei Blade & Sorcery machen kann. Und ja, also das Parieren klappt ganz gut. Man ist auch relativ, wenn man nicht aufpasst, relativ schnell kaputt. Ich habe mich jetzt auf den Story-Modus gefreut, aber war jetzt, ja, der Story-Modus ist jetzt nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe. Man hat verschiedene Gebiete, die man durchlaufen kann, auch verschiedene Gegnertypen, aber man kommt immer wieder in so eine Art, ja, Arena-Modus rein, wo verschiedene Wellen auf einen zukommen, die man dann besiegen muss und ist mir zu wenig, für das einen Story-Modus zu nennen. Grafik ist echt ganz nett gemacht, muss ich sagen. Auch die Piraten am Ende sind ganz cool umgesetzt. Auch der Jack Sparrow-Verschnitt, der sieht echt ganz gut aus. Ist natürlich auch gut kopiert, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es da rechte Probleme irgendwann gibt. Auf dieser Map von den Piraten haben wir dann auch eine Krake, die uns angreift, die wir dann auch immer wieder abwehren müssen. Da sind auf dem Boot ja, Geschütze, die wir dann aktivieren können mit dem Schwert. Wie gesagt, so ist es eigentlich ganz gut, hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber wenn ich den Vergleich ziehe zu den anderen Games wie Hellsplit und Blade & Sorcery, würde ich das Game nicht empfehlen, würde eher auf die anderen beiden Titel ja, mein Geld legen, sage ich mal. Aber wie gesagt, es ist kein kompletter Reinfall, also das ist es jetzt definitiv nicht. Aber hier muss noch ein bisschen passieren, damit man da wirklich sagen kann, okay, es ist eine gute Alternative zu Blade & Sorcery und Hellsplit. Das ist jetzt mein kleines Fazit dazu und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Gameplay. Ja, schaut euch das an, vielleicht ist es doch was für euch vom Gameplay her und ihr sagt, okay, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Swordsman VR und wir sind hier mitten im Startbildschirm, sind in irgendeiner kleinen Höhle. Von der Musik her schon cool, gefällt mir.
Und wir werden auch gefordert, jetzt einen Key zu drücken. Das machen wir jetzt auch mal. So, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Das würde ich auch jetzt eigentlich weitermachen. Aber ich wollte euch von Anfang an alles jetzt zeigen. Und ja, das machen wir jetzt mal. New Game. Und da kommt ein kleiner Vorspann. Den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß. Da werden wir so ein bisschen hingefahren, sage ich mal. Grafisch sieht das schon echt cool aus, muss man sagen. Aber ich bin jetzt mal leise. Guest, you have come a long way to die. I know what you seek. I pray you never find the Jotun. His mind fragments minds. His heart swallows light, a cancer to our world and to our people. You will find it in the eyes that wander, in the cold evening winds. His breath hums a bitter rage. No man will stand his ground. But you are no man. You hide in the shadows of men. You carry the symbol the gods. I know who you are. Swordsman. Swordsman. Genau, wir sind der Swordsman. Und hier sind wir auch schon im Hauptmenü. Und ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal einen Story-Modus, der unterteilt in verschiedene Gebiete ist. Mit dem neuen Update ist auch hier The Caribbean dazugekommen. Das schauen wir uns auch später noch an. Und ja, der Story-Modus ist jetzt nicht so wirklich, wie ich mir einen Story-Modus vorstelle, muss ich sagen. Wir haben auch wieder, ja, immer wieder Horden, die wir besiegen müssen. Und wenn wir das dann ein paar geschafft haben, dann schließen wir wieder einen Punkt ab von diesem Gebiet und müssen zum nächsten und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich auch ein Horden-Modus. Dann haben wir hier unter Modes haben wir Arena, dann haben wir einen richtigen Horden-Modus. Und ja, hier können wir uns die ganzen Maps aussuchen, die es gibt. Und können uns die Gegner dann wirklich aussuchen, die wir haben. Die Gegnertypen können die Wellen bestimmen, wie viele und ja, wie schwer das Ganze ist. Unter Settings haben wir hier einmal, ja, unsere Größe müssen wir anpassen. Einmal gerade stehen und dann haben wir hier unsere Größe. Es hat Behaptics Support, das Ganze. Leider kein deutscher Untertitel, aber gut. Englisch passt auch. Hier haben wir ja, Gewichtssimulation. Würde ich auf Medium stellen erstmal. Ja, dann können wir uns hier irgendwas aussuchen. Imperial oder Metrik. Wir nehmen Metrik. Ja. So, dann wird auch hier direkt umgestellt. Genau. Ist nicht meine wirkliche Größe. Ich bin 1,83, aber okay. Lassen wir erstmal so. Ultimate Swordsman. Okay, also wenn man richtig gut ist, sollte man das anhaken. Dann haben wir hier einmal Chronokinesis. Ich glaube, das war diese Zeit... ja, diese Zeitlupen-Modus, der ab und zu mal dazu kommt. Goa lassen wir natürlich an. Ist ziemlich cool gemacht. Wir wollen keine HP sehen von den Gegnern. Nein. Lassen wir einfach so. Wir können auch Seated Play machen. Wir bleiben aber in den normalen Modus. Ja,
Hier haben wir die Controller noch. Und so weiter und so fort. Hier können wir auch noch ein bisschen was von der Pixeldichte einstellen. Anti-Aliasing können wir einstellen. Ich lasse es erstmal alles standardmäßig. Hier haben wir Audio, verschiedene Möglichkeiten noch. Das erstmal zum Game selber. Ich würde euch jetzt mal den Story-Modus gleich zeigen, aber erst nochmal vorab. Wir haben hier einen Shop, wo wir Schwerter kaufen können, also Waffen. Wir haben hier in der Ecke einen Shop, wo wir Rüstungen kaufen können. Und hier hinten haben wir die nette Person, die wir hier sehen. Hier können wir unseren Skilltree erweitern und wir müssen uns natürlich Sachen hier freischalten. Wir haben jetzt 100 Goldstücke, glaube ich, und 10 von diesen Punkten. Und ja, da können wir einmal hier, ich glaube, können wir, genau, Kost, 10 von diesen blauen Münzen. Wir nehmen einmal hier Stärke, nehmen wir mit. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Also ich will euch jeden Modus mal zeigen, den ich euch zeigen kann. Und ja, los geht's. So, wir müssen am Anfang immer einmal die Arme gerade und dann beide Grip-Buttons drücken und schon geht's los. Grip-Button halten, sonst lässt man das Schwert fallen. Und ja, jetzt lassen wir mal hier den Kerl auf uns zukommen. Ach, sie sehen nicht mehr so stark aus, ne? So, jetzt können wir uns hier wirklich die Waffen auch noch ranholen. Na komm. Die Schwerter sind gewetzt, Junge. Zack, und geköpft. Wieder einmal. Also, das Köpfen geht relativ gut von der Hand. Arm jetzt einzeln abschlagen habe ich jetzt so noch nicht geschafft, wenn die noch stehen. Und ganz einfach die zu killen ist, einmal hier reinstechen, in den Kopf rein. Es geht meistens ganz gut. Zack und down. Und jetzt kann man auch alles abschlagen, was man so sieht, ne? Warum so handlos? Kann man die auch? Ne, okay. Ich wollte die gerade aufpicken. Oh, das war der Controller. Na komm. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in die Wand reinschlage. Na komm. Zack. Psst. Ganz leise. Guck mal, ob ich an der Wand bin. Okay. Dann kann es losgehen. Also parieren geht auch echt gut. Gut, das ist jetzt ein bisschen zu einfach, finde ich. So, ich versuche jetzt mal, ob ich irgendwie auch auf die Beine gehen kann, dass wir den irgendwie wirklich so verlangsamen können. Oder vielleicht Bein abschlagen. Ob das schon geht? Ich glaube nicht. Na komm, versteck dich nicht hinter der Säule. Was soll das denn? So, und wenn er gleich down ist, können wir uns auf das Schild schnappen von dem. Aber ich will den erstmal hier am Bein verletzen. So, und dieser Zeitloop-Modus kommt meistens, wenn man irgendwie vernünftig hat blocken können. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, was wir hier freigeschaltet haben. Münzen und dieser Skilltree. Diese Skilltree-Münze, nenne ich es mal. Okay, hier wird das Gewicht der Waffe auch gut simuliert durch dieses Nachschwingen. Okay, man kann es nicht wirklich. Kann ich das als zwei Händler nehmen? Ja. Ah, okay. Und schon verhält sich das ein bisschen anders.
Okay, probieren wir einfach mal. Ha! Du Lappen! Na komm, der nächste. Ha. Okay, die lange Waffe. Wir probieren nochmal hier so eine. Ah, okay, ist vorbei. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten. Okay, Stärke. Ist das all? Stärke brauchen wir immer, ne? Wir haben jetzt wie viel freigeschaltet? Wie viel von diesen Münzen? 300, das ist noch nichts, da kriegen wir nicht viel für. Gehen wir mal zum nächsten Gebiet. Zu den Wikingern. Zeige ich euch das auch mal. Aber ich will jetzt ja wirklich mal einen Arm oder so abschlagen. Also Köpfe gehen. Arm scheinbar nicht so wirklich, oder? Ah, guck mal, da blutet er. Okay, komm, gib her. Kann man so den Kopf abtrennen, wenn wir so machen? Zack. Probieren wir jetzt mal. Alter. Ja. So, man bringt mir den nächsten Gegner. Nee, also Arme können die nicht, kann man nicht wirklich abtrennen. Arme, Beine. Aber Arme, wenn die auf dem Boden liegen, schon. Es kommen schon zwei Gegner hier. Komm. Das kann man gut als Abwehr nehmen, das Ding hier. Kann man den so... Oh, da ist die Hand gewesen, oder? Ja, guck mal. Aber dann ist der direkt tot, wenn die Hand abgeht. Natürlich blöd, ne? Ja, gekratzt, ne? Okay, der ist ja mehr in mich reingelaufen als alles andere. Kann man die Waffen auch schmeißen? Das probieren wir mal. Oh ja. Okay, zwei kleine Schwerter sind besser. Also gefallen mir jetzt besser. Au! Wupp! Okay. Oh, jetzt habe ich eine schlechte Sicht. Ich bin verletzt. Muss auch noch ein bisschen schleifen hier. Also mit dem Zustechen, wenn man trifft, ist irgendwie zu einfach, finde ich. Das probieren wir mal zu parieren. Na komm. Das war gerade der Zeitloop-Modus, weil ich pariert habe, aber hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber man wird natürlich mit der Zeit auch besser, ne? Stärker. Zack. Das ist immer gut. Aber eine gute Möglichkeit zuzustechen. Na, wer will von euch? Wer will? Zack. Natürlich, Sinn der Sache ist natürlich auch mal zu parieren und so, ne? Aber ich will gerade nur mal so ein bisschen ausprobieren, was alles möglich ist in dem Game. Wo so ein bisschen die Schwierigkeiten liegen. Schauen wir uns die nächste Karte mal an. Bei den Mongolen. Also ich muss sagen, ich habe schon schlechtere Schwertspiele gezockt. Aber wenn man Blade & Sorcery kennt, ist das natürlich, ne? Blade & Sorcery ist natürlich eine Hausnummer oder Hellsplit.
Man kommt Mongolen. Okay, ich kann auch treten. Probieren wir jetzt mal. Aber es geht nicht immer, ne? Gib mir dein Schwert. So. Jetzt, Leute. Na komm. Wird schon langsamer, ne? Ich mag das Schild. So, wir haben echt noch billigste Ausrüstung hier von der Rüstung und vom Schwert. Skill 50 Punkte haben wir. Okay, jetzt probieren wir mal Intelligenz. Mastery. Critical Hit Chance, ja, da ist immer gut. Nein, ich will nochmal Stärkepunkte haben. Okay, Vitality ist auch gut. So, jetzt haben wir 800 Goldstücke. Jetzt schauen wir mal, ob wir dafür irgendwas Gutes kriegen sollten. Okay, das haben wir eh schon freigeschaltet. Das kostet 180. 200, ach guck mal. Ein Katana, 450. Oh, yes. Das ist gut. Haben wir schon mal ein Katana? Kriegen wir jetzt hier auch nochmal eine andere Rüstung? 800, okay. Kann ich mitleben. Jetzt probieren wir das Katana aus. Und sind genau bei den Samurai. Oh, der ist schnell. Ich auch. Oh, da hinten ist einer. Na, warum so kopflos? Aber gut ist, der wird keine Kopfschmerzen mehr haben, der Junge. Puh, das kann schon gut, was. Wahnsinn. Na komm. Okay. Also damit richtig getroffen ist direkt vorbei. Gut, so ist es in Wirklichkeit ja auch. Komm, so ist doch gar nicht schlecht. Die hat ein bisschen rumgebackt, die Hand. Okay, den müssten wir natürlich freischalten jetzt hier. Aber jetzt haben wir den Bonus-Content. Das sind einmal Fight Claws. Okay, probieren wir einfach. Wir werden wahrscheinlich keine Chance haben. Das scheint jetzt auch so ein bisschen Endgegner zu sein. Aber ist natürlich gut, wenn man alles mal gesehen hat. Na, Claws? Okay, war aber auch klar. Okay, wir probieren noch einmal. Ich versuche ein bisschen vorsichtiger zu sein. Oh! Okay. Also der hat's schon drauf, der Claws. Ja, ich kann auch was.
Ah, meine Waffe wieder. Okay, jetzt haben wir verloren. Lass mich in Ruhe. Kann man es auch so wehren? Okay. Das war schon mal der Klaus als Endgegner. So, und ja, ist die Besonderheit, es ist draußen eine Krake. Und die greift schon mal das Schiff an. Und je nachdem, wo wir gerade uns befinden, müssen wir die Kanonen abfeuern. Und ja, das zeige ich euch gleich mal. Und das machen wir so. Einmal dagegen tippen und schon feuert die. So. Schon mal haben wir schon ein bisschen was zur Abwehr. Hand ab. So, da ist die Krake. Sehen wir sie schon mal? Und Kopf ab. Da. Und dann verschwindet die kurz. Okay. Ich habe jetzt echt gedacht. Mal ganz kurz gucken, wo ich im Raum bin. Okay. Ich stand ein bisschen zu weit weg. Oh, jetzt drei Leute. So. Oh, jetzt müssen wir schnell sein. Ich weiß nicht. Ich hätte gerne hinterhergelegt. Nachgelegt. Okay, wieder down. Wir gehen zurück ins Menü. Mal hier was kaufen. 27. Intelligenz, higher intelligence will increase the amount of skill points you earn. Okay, ist auch natürlich auch nicht schlecht, ne? Drink plenty of water. Agility. Okay, man bewegt sich ein bisschen schneller. Jetzt schauen wir mal an, was wir hier. Have I seen your face before? Ah, okay, wir brauchen 800 Punkte. Das können wir uns aber jetzt eigentlich mal verdienen. Lass wir mal sehen, dass wir noch eine andere Rüstung haben. Ja, was sagst du dazu? Was soll ich mit dir machen? Köpfen ist immer gut. Ja, Leute, das war's eigentlich erstmal hier von Swordsman. Eine kleine Übersicht. Die Piraten sind jetzt mit dem neuen Update dazugekommen. Ob der jetzt neu dazugekommen ist, weiß ich nicht, ob der schon vorher war, weil ich vorher das nicht kannte. Aber das habe ich gelesen, dass die Piraten dazugekommen sind. Und ja, eigentlich ein ganz, ganz witziges Spiel. Es gibt bessere Schwertkampf-Games, definitiv, wenn man Hellsplit oder Blade and Sorcery nimmt. Aber das macht hier auch eine ganz gute Figur. Ist auch ein kleines Team, die Sin Studios. Und ja, bisher machen die ihre Sache hier ganz gut. Mal schauen, wie viele Updates hier noch kommen und wie weit das Ganze noch geht. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn es einen richtigen Story-Modus geben würde und nicht so ein, ja, komm in die Arena, bla bla bla. Nee, wirklich eine kleine, von mir aus auch eine kleine Welt, wo man Aufträge kriegt, wo man von mir aus auch nicht Open World hat, sondern auch zu Aufträgen hin teleportiert wird, sage ich mal. Und ja, dass man wirklich so eine kleine Story da drin hat, ne? Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich bin. Genau, hier bin ich. Und ja, wenn euch gefallen hat, haut da bitte ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt.
Und ich würde mich natürlich über das eine oder andere Kommentar freuen. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Spiel sagt. Habt ihr es schon gespielt? Holt ihr euch das jetzt aufgrund des Videos hier oder sagt ihr, nee, das ist echt nicht meins? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.